Am vergangenen Sonntag konnte der erste Heimsieg der Saison in der Allianz Frauen-Bundesliga gefeiert werden. Durch den Last-Minute-Treffer von Stefanie Breitner gewann man in einem abwechslungsreichen Spiel knapp mit 1:0 gegen den SC Sand. Also das Spiel gegen Sand war natürlich sehr chancenreich. Ich glaube, wir hätten uns nicht beschweren dürfen, wenn es im Endeffekt 4:4 ausgegangen wäre. Und wir sind aber dann Gott sei Dank die glücklichen Gewinner gewesen, haben dieses Mal das Glück auf unserer Seite gehabt und in der Schlussminute das Siegtor geschossen. Durch den Sieg konnte auch der Anschluss im Tabellenmittelfeld hergestellt werden. Also das Spiel war natürlich sehr, sehr wichtig. Wir haben jetzt zum SC Sand aufgeschlossen von den Punkten her, haben jetzt 8 Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz und dementsprechend war uns jetzt auch vorm Spiel bewusst. Wir wollten das Spiel natürlich unbedingt gewinnen und sind umso glücklicher, dass wir den Anschluss gefunden haben. Klar ist Fußball ein Ergebnissport, aber wenn man die Resultate und Statistiken mal außer Acht lässt, erkennt man auch, welche eine Entwicklung die Mannschaft nimmt. So konnte gegen Sand während des Spiels von einer Dreier- auf eine Viererkette umgestellt werden, um so mehr Zugriff auf das Spiel zu bekommen. Oder auch die vielen Neuzugänge, die aus der zweiten Mannschaft nahtlos integriert werden. Ja, gegen Freiburg haben wir jetzt unglücklich verloren, gegen Sand dafür glücklich gewonnen. Ich denke, wir haben eine sehr gute Phase zurzeit, zeigen eine gute Leistung auf dem Platz und es ist schön, dann mit der jungen Mannschaft auch eine Entwicklung zu sehen und diese Entwicklung gilt es dann weiter fortzuführen. Am Sonntag um 11 Uhr steht nun schon das nächste Spiel an. Diesmal geht es ins knapp 400 Kilometer entfernte Jena. Der FF-USV Jena erwischte keinen guten Start in die neue Saison. Aus den ersten 7 Spielen konnte die Mannschaft von Trainerin Katja Kreudig nur einen Punkt holen. Auch letzten Sonntag wurde knapp in Köln verloren und so benötigen sie jeden Punkt. Jena wird natürlich auch ein sehr hart umkämpftes Spiel. Wir fahren da aber auf jeden Fall auch hin mit dem Selbstvertrauen, dass wir dort auch gewinnen möchten und dann die weiteren 3 Punkte einfahren. Und es stehen noch weitere schwere Spiele für uns an, aber wir wollen jetzt von Spiel zu Spiel blicken und dann in Jena den nächsten Schritt machen. Letzte Saison wurden beide Spiele gegen Jena mit 1:0 gewonnen. Die Statistik spricht also für die TSG. Klar, ich denke, man sollte jetzt nicht zu weit in die Vergangenheit blicken, aber dennoch haben wir eine ganz gute Statistik gegen Jena und wollen die Serie auch weiter fortführen. Beim Gegner stand im Sommer ein echter Umbruch an. Ganze 12 Spielerinnen haben den Verein verlassen, 7 neue kamen dafür hinzu. Wir bzw. die Trainer schauen uns natürlich auch den Gegner an und haben den auch schon analysiert und gewisse Trainingsinhalte umgesetzt. Aber dennoch sollten wir uns unseren eigenen Plan durchziehen und uns auf uns konzentrieren und dann die 3 Punkte mit nach Hause nehmen.